Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität sind wir bei der 14. Vorlesung angelangt, wo wir uns genau mit den Sphenacodontida beschäftigen werden. Und dazu gehen wir natürlich wie immer ihre Taxonomie ab, die da hauptsächlich aus den Sphenacodontidae und die Therapsida besteht. Bei den Therapsidern schauen wir uns natürlich auch wiederum deren Taxonomie an, die aus den Vierhörnern, den Tetraceratops, die Biomusuria, die Schrecklichköpfler oder auf Lateinisch Dinocephalia, die modernen Therapsiden, die Neotherapsida, bestehen und darunter die Anomodontia, die Tierzähner Theriodontia und unter den Tierzähnern die Gorgongesichter Gorgonopsida und die Euteriodontia. Gut, das sind einige Gruppen, aber bei vielen gibt es nicht viel zu sagen, von daher wird das recht schnell gehen. Fangen wir einfach mal an mit der Wiederholung. Und zwar das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Sphenacodontida sind die Zähne. Die sitzen bei den in Zahnfächern genannten Vertiefungen und zudem können verlängerte Futter- und Eckzähne auftauchen. Das heißt, wir haben es hier typischerweise mit einem eindeutigen Raubtiergebiss zu tun. Schauen wir uns die Gliederung an der Sphenacodontida. Dann haben wir dort die Keilpunktzahnfamilie, die Sphenacodontidae und die Ordnung der Therapsida, in die sich diese unterteilen. Zu den Sphenacodontidae der Keilzahnfamilie, die ausgestorben ist, können wir sagen, dass diese vor 272,5 Millionen Jahren im Unterperm ausgestorben war. Es waren höchstwahrscheinlich karnivore Spitzenprädatoren, die eine Größe von 60 cm bis zu 3 Metern erreichten. Und ihre Apomorphien beziehen sich fast ausschließlich auf den Schädel. Und zwar war der vordere Fortsatz des Stirnbeins schmaler als der hintere. Dann war der Kontaktbereich zwischen den Postorbitale unten mit PO gezeichnet und den Schuppenbeinen unten mit SQ sehr breit. Die Schneidezähne sind dolchartig und groß und drücken gegen die Choanen, also gegen die Atemöffnungen. Und einige Vertreter hatten auch ein Rückensegel, das gegebenenfalls zur Thermoregulation diente. Ist natürlich kein perfektes Merkmal, denn es hatten erstens andere Gruppen und zweitens hat es nicht jeder Vertreter gehabt. Tja, da sind wir schon bei den Therapsida. Und deren Ordnung ist sehr formreich, da ihre frühen Vertreter noch reptilienartig waren und sich langsam zu den modernen Vertretern, den Säugern, entwickelten. Dabei traten einige Veränderungen auf. Die wichtigste höchstwahrscheinlich war die Umwandlung der Schädelknochenartikulare und Quadratum zu den Gehörknöchelchen, weshalb die modernen Vertreter über diese verfügen. Sprich, es fing an, das moderne Ohr, was auch wir am Kopf haben, sich langsam zu bilden. Zudem nahm die Tendenz zum Stemmgang, den sogenannten parasagittalen Gang, zu, was ein Vorteil bei der Atmung darstellte. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Beine nicht wie bei vielen Echsen seitlich vom Körper abgespreizt waren, sondern sich, wie bei uns auch, unter dem Körper befanden. Drittens. Die Zähne wurden weiter differenziert, da Nahrung weniger direkt verschluckt, sondern immer mehr zerkleinert wurde. Der Vorteil von zerkleinerter Nahrung ist natürlich, dass diese schneller zersetzt werden kann und damit auch schneller ihre Energie und anderen Bestandteile verfügbar sind. Viertens. Es kam zur Ausbildung von einer Haut statt Schuppen, welche Drüsen aufwies. Damit hat man die Chance zur Thermoregulation gehabt und auch der Möglichkeit für einen über die Oberfläche der Haut stattfindenden Tastsinn. Fünftens. Der Fellwuchs begann, wobei es bei frühen Vertretern noch die Funktion als Sinnesorgan wie Vibrissen genannte Schnurr- und Fühlhörn und erst bei späteren Vertretern als Thermoisolation diente. Ganz klar, das Haar umschließt viel Luft und diese Luft, die dient quasi als Wärmepolster, als vom Gasaustausch und Wärmeaustausch. Die Fühlhaare ragen nach außen und liegen innen in einem mit Blut gefüllten Follikel, an dessen Rand sich Nerven befinden, haben wir hier mal rechts dargestellt. Und wenn das Fühlhaar nun irgendwie gedrückt wird, durch eine Berührung zum Beispiel, dann leitet es diese Bewegung nach innen weiter, das Blut wird verdrängt und dieser Reiz wird weitergeleitet als Nervenimpuls. Ja, damit sind wir bei der Taxonomie der Therapsida unter Punkt 3.1 angelangt.
Ithacasider lassen sich in die Gruppe der Vierhörner Tetraceratops unterscheiden, das ist eine ausgestorbene Gattung. Dann gibt es noch die Unterordnung der Biamosuria, die Unterordnung der Schrecklichköpfler, die Dinocephalia und last but not least die ranglose Gruppe der modernen Therapsiden, die Neotherapsida. Die Gattung der Vierhörner starb vor ca. 272,5 Millionen Jahren im Unterperm aus. Und sie haben ihren Namen daher, einfach weil sie vier hornartige Auswüchse besitzen. Von denen sind jeweils zwei über den Nasenlöchern und die zwei anderen liegen oberhalb der Augen. Genau genommen müssen sie sogar sechs Hörner heißen, da sie, wie man hier auch rechts im Bild erkennen kann, noch ein paar Auswüchse am Unterkiefer hatten. Diese sechs Hörner stellen neben den vorstehenden, spitz verlängerten zwei Schneidezähnen, die auf eine karnivore Ernährung schließen lassen, also Raubtier, gute Bestimmungsmerkmale dar, denn man wird nicht so schnell ein Tier finden, das wirklich sechs Hörner aufweist. Damit sind wir auch schon bei den Biamosuria. Deren Unterordnung starb vor ca. 260 Millionen Jahren im Oberperm aus und hat folgende Kombination von Kennzeichen. Sie haben einen langen gebogenen Schädel, verlängerte Eckzähne, große Augenhöhlen, also die Orbitas, mit zusätzlichen Skleralringen. Bei den Skleralringen handelt es sich um eine ringförmige Verstärkung aus Knochen, die sich schützend über den Augen befindet. Ist also quasi wirklich eine Art Hornplatte auf dem Auge, muss man sich das vorstellen. Und die schützt halt vor äußeren Einwirkungen. Der befindet sich vor der außenliegenden Iris und der innenliegenden Linse. Dann haben wir die Schrecklichköpfer, die Dinocephalia, und deren Unterordnung starb vor ca. 251 Millionen Jahren im Oberperm aus. Und einige Vertreter besaßen auffällige Auswüchse am Schädel, deren Funktion noch nicht hinreichend geklärt ist. Gefundene Hautabdrücke weisen darauf hin, dass die Haut nicht schuppig wie bei Reptilien, sondern bereits glatt war und daher eventuell über Haare und Drüsen verfügte, also quasi, dass wir einen weiteren Schritt Richtung moderner Säuger gegangen sind. Die meisten Vertreter waren aber wahrscheinlich Pflanzenfresser, Herbivoren. Zu den modernen Therapsiden kann man sagen, dass diese Gruppe sehr divers ist. Daher gibt es auch aktuell keine morphologischen Abgrenzungsmerkmale, sodass diese Gruppierung allein durch genetische Zusammenhänge definiert ist. Von ihnen leihen sich die Anomodontia als Unterordnung ab und die Tierzähne, die Pteriodontia, die ranglos sind. Die Anomodontia starben im Unterjura vor ca. 190 Millionen Jahren aus. Ihr merkt, wir kommen immer mehr Richtung Gegenwart. Evolutiv erweitert sich das Scheitelbein des Kopfes bei zeitgleicher Verkürzung der Schnauze, wobei der Kopf eine kleine Biegung machte. Die Zähne des Oberkiefers wurden flacher, der Unterkiefer enthielt keine Zähne. Daher waren es höchstvermutlich Pflanzenfresser, Herbivore, die ihre Nahrung nicht zerreißen mussten, sondern sie quasi mahlen konnten. Ihre Größe wird heutzutage so etwa auf die Größe von Nilpferden geschätzt. Die Tierzähne, die Pteriodontia, deren wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zu den Anomodontia besteht darin, dass der Schädel flach, ohne Biegung und das Maul breit war. Sowohl Unter- als auch Oberkiefer waren bezahnt, auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Die Zähne waren differenziert mit Schneid-, Back- und Eckzähnen. Die Stoffwechselrate und damit die Endothermie steigerte sich. Einige Unterkieferknochen wanderten nach oben zu den Ohren. Das ermöglichte ein empfindlicheres Gehör und schuf mehr Platz für den Unterkiefermuskel Musculus temporalis, was im Endeffekt dazu führte, dass die Vertreter stärker zubeißen konnten, waren also quasi muskulöser in ihrem Gebiss. Die Tierzähne lassen sich in den folgenden Untergruppen gliedern, die Gorgonengesichter, Gorgonopsia und die Euteriodontia, die keinen Rang besitzen. Zu den Gorgonengesichtern kann man sagen, dass sie ihren Namen daher tragen sollen, dass ihr Gesicht denen der Gorgonen ähnelt. Ich habe jetzt hier mal beides nebeneinander gestellt. Man kann jetzt drüber diskutieren, ich sehe da jetzt nicht unbedingt viele Merkmale, aber sei es drum, irgendwer hat sich dabei mal was gedacht
und vielleicht gab es einige Vertreter, die wirklich so aussahen. Wichtig ist allerdings ein paar Fakten, die wir haben, und zwar, dass die Unterordnung im Oberperm vor ca. 251 Millionen Jahren ausgestorben ist und folgende Apomorphien aufweisen, die sie als starke Prädatoren, also als Raubtiere, auszeichnen. Und zwar, dass der Kiefer weit geöffnet und mit viel Kraft geschlossen werden konnte. Zudem waren spitze, stark verlängerte Eckzähne im Oberkiefer vorhanden, sogenannte Fangzähne. Langgestreckter, muskulöser Körperbau mit unter dem Körper angeordneten Beinen, der wahrscheinlich eine schnelle Fortbewegung ermöglichte. Die Verlangformel, die ist jetzt nicht zwingend für einen Predator wichtig, aber sie lautete 2, 3, 4, 5, 3. Und sie konnten Körpergrößen von 1 bis 4 Meter erreichen, konnten also auch schon größere Beute erjagen. Damit sind wir bei Punkt 3522, den Euteriodontia. Ja, wir kommen jetzt hier bei so vielen Unterpunkten einfach an, weil, wie ihr seht, nicht sehr viel bekannt ist zu den Gruppen. Kommen wir dann zu bekannteren Gruppen wie, übertreibe es mal ganz schnell, Katzen. Da kann es sogar sein, dass eine Vorlesung alleine nicht ausreicht. Aber das werden wir sehen. Jetzt sind wir erstmal hier und können sagen, dass diese ranglose Taxon folgende Merkmale aufweist. Nasen- und Mundhöhle wurden durch den sekundären Gaumen getrennt. Haben wir heute nicht mehr in dem Sinne leider, beziehungsweise die modernen Säuger ja, aber wir Menschen nicht. Und der postorbitale Schädelknochen, der sich oberhalb der Nasenregion befand, wurde zurückgebildet und ging komplett verloren. So, damit sind wir mit den Gruppen durch. Und jetzt ist man natürlich wieder in der Punkt, wo ich sage, versucht mal das, was wir gelernt haben, anzuwenden, indem ich mir ein paar Aufgaben ausgedacht habe, mit der Bitte, dass ihr Stift, Papier oder irgendein anderes Medium zur Hand nehmt und versucht, die mal zu lösen. Wie immer wünsche ich euch viel Erfolg. Bitte euch darum, das Video an der Stelle zu pausieren. Ich springe natürlich weiter, damit ihr so viel Zeit habt, wie ihr benötigt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur ersten von fünf Lösungsfolien. Hier sollte man ja quasi die Verwandtschaftsverhältnisse darstellen. Angefangen bei den Sphenacodontia. Da gibt es die Keilpunktzahnfamilie, die Sphenacodontidae, die sind ausgestorben, aber das war nicht gefragt. Und die Therapsida. Die Therapsida untergliedern sich in die Biomosuria, die Vierhörner Tetraceratops und die Schrecklichköpfe, die Nocephalia. Von den Therapsida leiten sich die modernen Therapsiden außerdem noch ab. Die Neotherapsida ist die nicht ausgestorbene Gruppe, die heute noch existiert, mindestens in Form der Säuger. Allerdings ist deren direkte Untergruppe die Anomodontia und die Tierzähner die Pteriodontia. Diese wiederum gliedern sich in die Euteriodontia und die Gorgonengesichter Gorgonopsia. Zweitens. Nenne vier Apomorphien der Therapsida und erläutere deren Funktion. Was haben wir da? Eine wichtige Veränderung stellt die Umwandlung der Schädelknochen, Articularum Quadratum, zu den Gehörknöchelchen dar, weshalb die modernen Vertreter über dies verfügten. Also kurz Umwandlung der Schädelknochen zu Gehörknöchelchen. Zudem nahm die Tendenz zum Stemmgang den sogenannten parasagittalen Gang zu, was einen Vorteil bei der Atmung darstellte oder anders ausdrückt, die Beine waren nicht Abgespreizungen vom Körper, sondern direkt unter diesen. Die Zähne wurden weiter differenziert, da Nahrung weniger direkt verschluckt, sondern zuvor zerkleinert wurde. Das bewirkt natürlich eine schnellere Zersetzung und eine damit einhergehende schnellere Energiefreigabe. Zudem kam es zur Ausbildung von einer Hautstadtschuppen, welche Drüsen aufwies. Das heißt, wir haben hier die Chance für eine Thermoregulation und die Möglichkeit für einen Tastsinn. Und last but not least, der Fellwuchs begann, wobei es bei frühen Vertretern doch die Funktion als Sinnesorgan mit Vibrissen genannten Schnurrfühlhaaren und erst bei späteren Vertretern der Thermoisolation diente. Ja, das waren 5 von 4, 4 davon hätte man ungefähr so nennen sollen. Drittens, warum ist der Taxonname Vierhörner der Tetraceratops verwirrend? Weil er nur die vier Hörner an der Oberseite des Kopfs umfasst, die anderen zwei, die sich an der Unterseite befinden, jedoch vernachlässigt, sodass die Bezeichnung sechs Hörner zutreffender wäre. Es ist halt verwirrend, dass man jemand mit sechs Hörnern vier Hörner bezeichnet. Viertens, beschrifte die rechts dargestellte Abbildung eines Auges mit einem Skleralring. Bei welchen Taxonen kommt sowas vor? Ja, da haben wir die Regenbogenhaut, die Iris, in dieser die Pupille, drumherum der Skleralring.
Drunter befindet sich die Linse und ganz unten ist der Glaskörper, der Corpus vitreum, der eigentlich so ein bisschen das Auge darstellt, wie wir es am ehesten kennen, den größten Teil davon. Das kommt bei den Biomosuria vor. Fünftens, wie lautet die Verlangformel der Gorgonengesichter, Gorgon-Obsida? Ganz kurz und schmerzlos, 2, 3, 4, 5, 3. Ja, damit sind wir für das heutige Thema eigentlich zum Ende gekommen. Ich hoffe, es war für euch interessant und lehrreich, bezweifle es aber anhand, weil es ein trockenes Thema ist und es nur um ausgestorbene Tiere geht, von denen man nicht viel weiß. Aber wir nähern uns immer weiter den Säugern und ich kann euch verraten, es dauert auch nicht mehr lang, dass sie kommen. Ich habe sie nämlich schon auch vorbereitet als Präsentation, von daher, das läuft. Und ab da sind wir dann bei Themen, wo ich denke, dass die meisten auch einen Bezug zu haben. Bis dahin verabschiede ich mich allerdings. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören, beziehungsweise ihr hört mich ja eigentlich nur wieder. Ich kann auch höchstens lesen, was ihr in den Kommentaren schreibt. Wenn ihr da Interesse habt, Lob, Kritik etc. sehr, sehr gerne. Natürlich vor allem Lob. Daumen hoch hilft mir auch sehr. Abonnieren natürlich, Glocke. Man muss sich jetzt da so mal bei Google auch überlegen, was man noch alles so erwähnt. Aber das dürfen so die wichtigsten Dinge sein. Alles klar, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, tschüss.